Ladies and Gentlemen, willkommen zurück bei Final Fantasy VII Remake und wir kämpfen heute zum zweiten Mal gegen die Esper Leviathan. Wir haben noch eine Rechnung offen und deswegen nicht lang schnacken. Ob da stolper ich gerade schon an den Charlie, wie hieß er? Cloud. Chadley. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Ich kann mir diesen verdammten Namen einfach nicht merken. VR-Mission, Leviathan, let's go. Jetzt. Auf geht's. Lege bitte deinen portablen Kampfsimulator an. Der portable Kampfsimulator. Leviathan. Alles klar. Und wir müssen uns merken, Limit-Sachen auf jeden Fall für, wenn er down ist. Erstmal hier Gebet. Nein. Dahin. Ach da. Okay, Barret, Magie. Okay, der Spiralsturz. Sein. Ah, da. Okay, Barret, versuch's nochmal. Blitzrahm. Zu nachlässig. Ich muss mich auf jeden Fall häufiger verteidigen. Mein Gott, wo ist er denn jetzt schon wieder? Au! Oh, jetzt kommt diese Phase. Spiralsturz. Okay, tiefer vielleicht einmal ein Barriere. Auch ganz nice. Dann jetzt da. Komm, er ist fast geschockt. Jawohl. Schluss jetzt. So, jetzt. Limit. Jetzt gebe ich alles. Das ist gut. Maximale Wut. Und sie auch hier jetzt auf Hochtouren. Alles drauf, was irgendwie geht. Ah, verdammt. Nicht mehr gereicht. Oh, er ist fast down. Was? Dann
Dann übernimm. Hier kommt Baron. Geil, wann hat das jetzt gepasst? Ich sehe dich, dann übernimm. So, Magie, Blitzra. Wirkungslos. Warum ist das alles wirkungslos? Da macht's der Match. Ah, okay, das ist einfach nur die Schilder. Okay, da kommt er wieder runter. Übernimm mal. An die Arbeit. Zieh dich zurück. Da kommt noch ein Spiralsturz wieder, ne? Ja. Und dann noch einen raus. Der ist schon wieder da oben rum. Ich leg auf. Warte, ich übernehme. Hört's ab. Ich hab schon. Achso, geht noch nicht wieder. Also. Okay, das war jetzt gerade wirkungslos. Jawohl, da steht ja unser Schock. Alle drauf da. So, Barrett. Mal den Bogensturm ein. Komm, mach ihn fertig, Tifa! Okay, hat nicht mehr gereicht. Jawoll! Nice one! Das war hervorragend! Leviathan, den Schutzgott Wutais zu zähmen, vermagst nur du, Cloud. Zusammen mit Leviathan wirst du über Shinra hinwegfegen. Oh mein Gott. So. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Ich glaube... gesammelt haben wir das jetzt sowieso. Und dann würde ich einfach direkt mal sagen, hier, anstatt Shiva, Leviathan. Der braucht auch nur eins. Okay. So, Barrett kriegt anstatt Schokomoppel, kriegt der Shiva. Bei Schokomoppel bin ich nicht so begeistert von. Und Tifa hat ja Ifrit, genau. Okay, by the way, Barriere, die kann sie ruhig behalten. Gewitter brauche ich jetzt nicht unbedingt. Dann würde ich hier eher sagen, was hatten wir denn bei, ursprünglich bei Dings rausgenommen? Bei Tifa? Siedelung, Toxin, Gewitter. Also erstmal, sicher ist sicher.
die kriegt Gewitter wieder rein. Was kriegt denn der Barrett dann mal behandeln? ATP-Schock, geringer ATP-Aufnahmefluss bei geschockten Gegnern. Boost. MP-Boost. Achso, Feindeskönnen hatte ursprünglich die Tifa. Ja, warte, dann mache ich das folgendermaßen. Dann Barriere wieder raus. Sie kriegt dann wieder Feindeskönnen. Und der Barrett kriegt wieder seine Barriere. So. So, aber zur Sicherheit nochmal, weil es ein echt harter Kampf war, einmal ganz kurz speichern. Und wir haben dann jetzt quasi Leviathan in der Tasche. Wir haben, glaube ich, alles erledigt hier, Freunde, was wir erledigen wollten. Entschuldigung. Und können dann jetzt nach oben. Die beiden Quests, die jetzt noch offen sind, brauche ich nicht unbedingt jetzt gerade mitnehmen. Alle drei Chocobos sind wieder da. Ich kann euch nicht genug danken. Jetzt kann auch unser Betrieb wieder öffnen. Ja, kein Problem. Wo müssen wir denn hin? Das war hier, ne? Erschließungsgebiet. So. Ich würde vielleicht noch mal kurz gucken, ob wir in der Arena noch irgendwas haben. Ob da jetzt was Neues dazugekommen ist. Auf der anderen Seite glaube ich eigentlich nicht, weil wir haben jetzt die Hauptquest nur geringfügig weitergemacht. Also würde es mich doch sehr wundern, wenn da jetzt was Neues dazugekommen ist. Ich glaube, wir können direkt weiterziehen. Ich glaube, das ist okay. Ich gehe das Risiko ein. Nee, war bis dahin jetzt wieder in den Keller zu fahren. Das wäre halt echt ätzend. Lalalalalala. Huh, was ist das denn hier? Nachricht des Racheengels. Elementaraffinität. Himmlisches Dankeschön. Errungenschaft freigeschaltet. Warte mal. An den Alleskönner, mir ist nicht entfallen, was du für die Leute hier in den Slums getan hast. Im Namen aller, denen du geholfen hast, möchte ich dir von ganzem Herzen danken. Dass man in unserer bescheidenen Stadt jetzt wieder strahlende Gesichter sieht, haben wir dir zu verdanken. Mit diesem Brief lasse ich dir etwas zukommen, für das du hoffentlich Verwendung hast. Bis bald und denk dran, mein wachender Flügel wird dich immer begleiten. Der Racheengel der Slums. Ja gut, Elementaraffinität haben wir bekommen. Haben wir schon gehabt. Mal eben, wo ist es? Ich glaube, es war blau Elementaraffinität. Ja. Also von daher ist okay. Haben wir alles erledigt? Wenn wir hier rüber geklettert sind, kommen wir so schnell nicht wieder zurück. Die Mauer hochklettern. Ja, let's go. Machen wir. Avalanche. Sag mal, machst du diese Alleskönner-Tour weiter, wenn das vorbei ist? Hatte ich eigentlich vor. Du machst das nämlich gut. Ja, wirklich. Am Anfang warst du arrogant, abweisend, hielst dich für den Größten. Ich dachte, du wärst ein echt unangenehmer Zeitgenosse. Aber jetzt weiß ich's besser. Du bist eigentlich anders. Das stimmt. Eigentlich bist du einfühlsam. Als Kind war mir das noch nicht so bewusst. Selbst wenn das stimmen sollte, im Kampf bringt einem Güte nichts. Nein, sie stört. Na, Shinra hat weder Güte noch sonst was verdient. Aeris braucht uns. Zeigen wir der Mauer, wer der Boss ist. Weiter. Ein Bruchstück an Hoffnung. Errungenschaft freigeschaltet. Jetzt gibt es einen richtigen Errungenschaftsregen hier.
Kapitel 15, im Licht des der sinkenden Sonne. Na dann, jetzt geht's diesen miesen Umweltsündern an den Kragen. Wir holen diese Ares da raus und dann nichts wie weg. Los. Ach, das klingt alles so einfach. Sektor 7 Plattentrümmer. Alright, dann gucken wir mal, was haben wir hier Schönes. Hier kann jeden Moment alles einstürzen, Leute. Oh, der Hund. Wo ist mein Papa? Ich hab Angst. Brauchst du nicht zu haben. Er ist sicher bald zurück. Bist du verletzt? Ich hab's euch ja gesagt. Okay, dann gucken wir mal, was... Womit haben wir das verdient? Ach du, wenn du danach gehst, ob ihr es verdient oder nicht, dann ist die Welt sowieso ungerecht. Der Bereich hinter mir ist lebensgefährlich. Wir müssen da aber rein. Ihr werdet das bereuen. Wir können auf uns aufpassen. Okay, kann ich nochmal mit ihm reden? Ich habe euch gewarnt. Hast du ja? Ich habe euch gewarnt. Hast du ja? Ich habe euch gewarnt. Warum macht er mal diese komische Handgeste? Dann schauen wir doch einfach mal. Ja. Vor allem, warum steht denn der die ganze Zeit? Hier ist es hier gerade sehr dunkel. Jetzt gewöhnen sich die Augen so langsam dran. Ein Automat, der sogar noch funktioniert. Interessant. Gegenstände, Waffen, Accessoires, nur das Übliche halt, was wir überall kaufen können. Wir hätten hier noch eine Bank, um uns auszuruhen, aber ich glaube, die brauche ich gerade gar nicht. Nö, ist ideale Voraussetzung. Ich frage mich, warum die hier überhaupt steht. Kann man hier überhaupt dediert reingehen? Ja, muss ich lang? Ach, da. Bioklette? Was ist denn bitte eine Bioklette jetzt schon wieder? Ein Vargit, dem Flugsteine eingepflanzt wurden. Hierbei handelt es sich um ein Exemplar, die aus dem Labor entkamen und sich in der Wildnis ausgeweitet haben. Windelementarattacken füllen schnell die Schockleiste. Wir hauen mal ein bisschen rum. Der wird halt den Feind provoziert. Ja, warum bin ich so gut? Wie Damage machen die ihn bitte? So. Die haben mit irgendeiner Attacke doch schon mehr Damage gemacht, als ich gedacht habe. Ich muss ein bisschen aufpassen. Nicht ganz so nachlässig an die Sache rangehen. Alter, wie das hier aussieht. Alter. Wow. Okay, einmal ganz kurz gucken. Tausende von Tonnen Stahl haben die hier eigentlich verbaut. Das ist ja Wahnsinn. Wo muss ich denn jetzt lang? Gehst du nach oben? Hast du mehrere Wege? Hier rüber. Ja. Runter geht's hier nicht. Alles geben! Das ich glaube, hier ist noch eine Kiste. Genug. So, weg mit dir. Lustig. Nichts hält uns auf. Zumindest dich nicht. So, dann einmal die Kiste hier. Ein Megatrank. Okay. Ja.
Kann man mitnehmen, will ich mich nicht beschweren. Na und wie? Ach, da! Ein paar Schimmer. Genau so! Das war's dann. Also wenn ich ihn irgendwie greifen kann, am wenigsten mit dem Hutangriff. Nimm das! Jetzt! So, die Fertigkeit Eisaura gelernt. Wieder wo für die Tiefer. So, da. Okay, Tifa kannst du drauf. Und Erstark hat die nächste Stufe erreicht. Schlecht. Ja, es ist halt immer nur nervig mit diesen Fliegeviechern, aber ansonsten ist alles gut. So, hier noch ein paar Kisten, die wir kaputt machen können. Yay, Mogri-Medaillen. Also wir kriegen immer noch welche. Das heißt, wir werden die später noch einsetzen können. Wenn ich zum letzten Mal hätte im Mockshop was kaufen können, dann würde es ja keinen Sinn machen, jetzt hier noch welche zu bekommen. Müssen wir rauf, oder? Wenn da was einstürzt, dann können uns die anderen später vom Boden kratzen. War klar, dass es nicht einfach wird. Ja. Ein Ausflug wird das mit Sicherheit nicht. Einfach schon weitergehen. Ende Gelände. Ob das Seil von einem Rettungstrupp ist? Vielleicht kommt man hier irgendwo hoch. Zeit für unsere Seilpistolen. Zielt auf die Stelle, wo das Seil runterhängt. Fallt bloß nicht runter, hört ihr? Ich verrate euch mal was. Für die Seile braucht man Fingerspitzengefühl, okay? Sobald wir aufgebrochen sind, gibt's kein Zurück mehr. Seid ihr bereit? Oh Gott, jetzt ist natürlich das Minispiel. Anwendung der Seilpistole. An Stellen, an denen ein Seil herabbaumelt, kannst du dich mit der Seilpistole auf höhere gelegene Plattformen ziehen. Suche die Umgebung über dir nach hängenden Seilen ab. Hängt hier vielleicht irgendwo ein Seil rum? War es jetzt Ironie, lieber Barrett? Nice. Wunderbar. Das läuft ja wie am Schnürchen. Wir sind nicht zum Kämpfen hier. Ist Flugding vielleicht der nächste Boss? Weiß ich doch. Erstmal wird Aeris gerettet. Schon klar. Alles klar. Wobei ein Suchtrupp. Kann ich die Alternative nicht vielleicht doch angreifen? Sehr viele Mogi-Medaille wieder. Rang 3 Soldat. Nur kein Über.
Soldat, der Shinra sich als Behörde, dessen Fähigkeit durch Makroenergie verbessert wurde, obwohl der dritte Rang der niedrigste bei Soldat ist, verfügen Soldaten dieses Rangs über Kampffähigkeiten, von denen gewöhnliche Einsatzkräfte nur träumen können. Physische Treffen und Blocken seiner Angriffe führen auf Dauer zu erleichtern. Das ist schon das. Zumindest ist diesmal wieder Gegner, die am Boden kämpfen. Alles in Ordnung. Nur ein paar Viecher. Haben sie erledigt. Oh, und das alles nur wegen dieser Feiglinge von Avalanche. Die zittern bestimmt in irgendeinem Loch. Findet sie und werft sie den Tieren zum Fraß vor. Träum weiter! Als würden wir abhauen oder uns verstecken. Du wirst schon noch sehen, wer hier im Futternapf endet. Abgebrochen. Wie funktioniert das? Scheiß! So wirklich klug ist das nicht, was er macht, ne? Anstatt jetzt einfach dann vielleicht dort ein paar Informationen von denen zu bekommen. Nein. Einfach mein Ruf. Kein Problem. Warum auch? Der Kerl von gerade. Schnell zum Shinra-Gebäude. Alter, diese Aussicht. Hallo. Okay. Jetzt kein Hide and Seek hier. Ich so ein bisschen an die Abfahrt aus dem Parkhaus. Nur mit dem Unterschied, dass es hier sehr breit ist. Hakt eure Seile da oben fest. Wir nehmen die Flugroute. Ein Versuch ist es wert. Ja, dann. Oh. Was zur... Seid ihr von Avalanche? Wir haben sie. Wir benötigen Verstärkung. Haben einen ziemlich effektvollen Auftritt hingelegt, was? Ach, Barrett. Hinterheiß, Handlanger! Auf sie! Da sind sie! Festnehmen! So, guck gar nicht so schnell hinterher. Bei dem Wesen. Können wir ruhig mal den Lufthain da oben. Nimm das. Wow. Ich hab sie. Umzingeln. Noch mehr? Ja! So, tiefer, was können wir hier? Eisaura ist eigentlich ganz gut. Moment, hier sind noch Kisten.
Ach, schon wieder so eine Luftkompetenz. Kompetenz. So. Nur der Applaus lässt auf sich warten. Dann wird es Zeit für eine Zugabe. Nice, Gebet hat die nächste Stufe erreicht. Ich glaube, Gebet müssen dann jetzt eigentlich auf höchster Stufe sein, oder? Vorletzter. Heileffekt groß. Wenigstens bringt Gebet hier auch mal was. Nicht so wie bei den anderen Final Fantasy-Teilen, wo das total für ein Poppes ist. So, achso, Freunde, ich sehe gerade, wir müssen wieder in die nächste Folge gehen und wahrscheinlich dürfen wir uns dann dort mit diesem komischen fliegenden Maschinenteil prügeln, was wir schon gesehen haben. Bleibt gespannt. Bis dahin, macht es gut. Adios, amigas.